Einen wunderschönen guten Abend. Ja, da bin ich wieder und ich habe für euch heute Second Life mitgebracht. Ich habe mich mal auf eine Sandbox begeben und habe mal den Club, den ich euch die Tage gezeigt habe, ausgepackt und aufgebaut und soweit komplett schon ausgerichtet und schon neue Sachen hinzugefügt wieder. Ich werde euch gleich ein bisschen noch mehr zeigen, was wir machen mit dem Club, Texturen, dann vorne vor die Front noch weitere Shops mit dabei packen und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal, was ich da fabriziert habe schon. Da haben wir's. Und ja, wir machen jetzt einfach weiter. Also ich habe jetzt, um euch das kurz zu zeigen, hier jetzt noch einen weiteren Shop hinzugefügt. Da müssen wir gleich noch was korrigieren. Das gefällt mir gerade gar nicht hier. Also das müssen wir gleich noch weiter hochsetzen wieder. So. Hey, wake up. Und so, dass wir das alles gleich schön gleichmäßig haben. Muss ich mal gucken. Da. So. Kann warnen, bremsen und die Warnblinkanlage aktivieren, wenn Sie es nicht mehr können. Der neue Golf IQ Drive mit Emergency Assist. Ja. Also wir machen jetzt weiter und basteln noch ein bisschen. Wie gesagt, ich würde den Club gerne fertig kriegen. Soweit, wie ich ihn mir vorstelle, dass wir dann beim nächsten Mal, ich werde das Ganze nicht ohne euch machen, ich bin auch schon ein bisschen hier drauf, also ich muss gleich mal ein bisschen wieder wegpacken und dann wieder aufbauen, weil das Problem ist, auf dieser Sandbox wird nach ein paar Stunden uns das Ganze hier zurückgeschickt. Und ich bin jetzt schon 3 Stunden hier. Das heißt, ich muss definitiv einmal gleich wegnehmen, die Sachen, und dann wieder hinsetzen. So, wir machen aber weiter. Und zwar mit der Außengestaltung. Innen machen wir nachher weiter, weil da sollen natürlich dann auch die Boxen, die ganzen Halterungen hin, die Ketten und so weiter und so fort. Also es muss ja dann alles noch dahin gepackt werden. Und von daher werden wir jetzt erstmal hier außen noch die ganze Beetgestaltung, die ganze Außengestaltung hier machen und schauen dann mal, was wir noch dann so treiben hier. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung. Wir schauen einfach gleich mal. So, und dementsprechend müssen wir mal schauen. Ich muss mal kurz umstellen. Ihr könnt natürlich wieder flippen. Hallo Cora, hallo Achim, schön, dass ihr da seid. Ja. Ihr könnt natürlich wieder flippen, ne? Also wie gesagt, Ausrufezeichen Flip und dann den Betrag, den ihr einsetzen wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie viele Kolkes ihr habt, dann einfach Ausrufezeichen und Kolkes. So, dann wisst ihr auch, wie viele Kolkes ihr habt. Pro 5 Minuten aktiv im Chat bekommt ihr 300 Kolkes. So sieht's aus. Ja, wir machen aber jetzt weiter und bauen ein bisschen. Vielleicht kommt die Korea noch nachher dazu. Wer weiß. Und ja, werden jetzt, ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier vorne weitermachen. Also das Stück hier. Ich werde euch das mal markieren mit einer Platte. Also ob wir... Warum kann ich das jetzt nicht bewegen? Ah, okay. Das war der Haken, der Knaxus. Also, B.
Wir ziehen uns jetzt einfach mal eine Kopie davon, weil die brauchen wir eh. So, und dann ziehen wir das einfach mal hier größer. Und zwar so weit, wie es geht, hier rüber. Das soll ja unser Eingangsbereich werden. Und ich habe mir überlegt... Oh, wir sind schon auf Maximum, okay. So. Dann passt das. Also 64 Meter ist hier Maximum. Mehr geht nicht, außer man hat noch ein paar andere Tools, dann kann man das Ganze größer machen. Wollen wir aber jetzt nicht, weil wir wollen ja auch noch, ich möchte ja hier gerne noch Shops hinhaben. Und von daher machen wir das Ganze jetzt erstmal so. Wir ziehen uns jetzt aber noch diese Platte ein bisschen breiter. So, ich würde mal sagen auf 16 Meter. Auf 18 Meter. So. Beziehungsweise, wir können es auch weitermachen, weil wir haben ja den Platz gerade. Machen wir es auf 40 Meter. Das sieht gut aus. So. Und da wir ja jetzt hier den Shop haben, also es wird definitiv ein großer Club werden. Eine große Clubanlage. Habe ich mir gedacht, machen wir jetzt erstmal die ganzen groben Sachen. Denn ich möchte ja später hier in diesem Bereich hier, also in dem ganzen Bereich, soll eine lange Theke durchgehen. Bis hinten. Bis da hinten an die Mauer. Und was ich dann gerne noch machen möchte, ist hier, also hinter der Glasscheibe, an der Glasscheibe so nach da gezogen, auch nochmal eine Theke. Eine kleine für den oberen Bereich. Dass man einfach zwei weitere Theken hat. Wo ich mir noch nicht ganz klar darüber bin, wie wir das Ganze hier vielleicht überdachen, um hier so ein bisschen Strandfeeling reinzubekommen, das weiß ich noch nicht. Aber da schauen wir mal, wie wir das machen. So, ich habe aber gerade Lust, eine Runde zu flippen. Und dann fangen wir an mit dem Bauen. Und dann muss ich mal zwischendurch was trinken, was essen. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was wir denn da machen können noch. So. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob der Streamtitel und die Information dann richtig ist. Na, schauen wir mal. Dass wir dann anfangen zu basteln wieder. Vielleicht fangen wir auch erst mit der Seite an, wo die Shops sind, und machen die vom Grunde her schon mal fertig und machen dann einfach weiter. Wir schauen einfach mal. So, und ich gehe mal unten runter eben kurz zu Cora und dem Peter. Die sind nämlich auch da. Und dann schauen wir mal, vielleicht kommen die mit hoch. Das war einmal die... Hallo. Moin, Kolke. Na? Hi. So, kurze Frage, wollt ihr mit hochkommen? Ich bin ein bisschen am Stream. Ja, können wir auch in SL. Und bin ein bisschen den Club am Bauen und hab da gerade richtig Bock drauf gekriegt. Und da hab ich mir gedacht, mach ich das. Ja gut, kann ich mir zuhören, aber ich komm genau nicht rein. Wenn euch die Musik stört, müsst ihr sagen, dann zieh ich die ein bisschen leiser. Ich wollte halt nur, dass man auch ein bisschen was im Hintergrund hört, wenn ich hier so ein bisschen am Basteln bin. Kommen wir da so rein, Kolke? Oben einfach beim Mark im Bullentreiber Gaming, im Livestream-Raum. Im Livestream ist der drin. Ja.
Weil ich wollte Cora gerade mal eben was erzählen, was nicht über das Team gehen braucht. Ja, mach das, ich gehe dann mal eben hoch. Und dann kommt ihr. Ihr kommt einfach nach, ne? Ja, ja. Alles klar, bis gleich. Bis klar. So, ihr habt's gehört, die beiden kommen gleich nach und wir fangen an zu bauen. Oh, ich liebe es. Wenn es also ein bisschen funktioniert hier. So. Jetzt ziehen wir uns erstmal hier eine Kopie von. Wir wollen ja auch ein bisschen Platz haben. So. Ziehen wir uns jetzt mal 3 Kopien. Vielleicht können wir gleich hier noch einen Shop dran setzen. Das müssen wir mal schauen, wie das von der Breite gleich aussieht. Und dann geht's weiter. So, jetzt gucken wir mal. Obwohl, ich glaube, das dürfte wirklich passen. So. Dann haben wir nämlich hier so einen schönen Abschluss mit den Shops. So, das war zu nah. Okay. So. Ja, da war noch ein bisschen Fremdwerbung wieder drin. Na klar. Warum auch nicht? Hm. So. Dann ziehen wir den jetzt wieder. Nach da. Ich könnte mich sagen, das reicht nämlich. Oh, warte mal. Moment. Jetzt muss ich doch mal was gucken. Wir machen das Ganze mal so. Ja, warum mache ich so Hohlkörper? Fragt ihr euch jetzt. Ganz einfach. A, bieten die schon mal die beiden Seitenwände. Und die bieten mir. Jetzt habe ich natürlich wieder was falsch gemacht. So. Ich brauche nur noch ein Teil hinten an den Shop dran setzen. Um zu sagen, jo, passt. So, weil dann können wir nämlich jetzt sagen, okay, wir nehmen unsere Plattform hier, ziehen die jetzt mal hier rüber und machen jetzt eine Kopie davon. Ihr seht, hier ist es auch hohl. Was wir aber gar nicht so wollen. Was wir ja auch wollen. Aber darunter kommt Wasser nachher. So. So. Und so. So. Damit wäre unser Stück an der Seite dann fast fertig. Jetzt nehmen wir uns hiervon eine Kopie, ziehen die nochmal hier rüber. Wir brauchen ja auch hier ein Schild. So, da kommen dann die Schilder vor. So, dann ziehen wir uns noch eine Kopie.
drehen das Ganze um 90 Grad. Schieben es mal nach hinten. So, machen das Ganze jetzt das Kleine. Das soll ja auch nicht da drüben reinragen. Hier in den Club, ne? Deswegen machen wir das Ganze jetzt mal was kleiner. Schwupp. Dass es da hinten so aussieht, ist okay. Zack. Das machen wir auch gerade. Und fertig. So. Jetzt brauchen wir aber eine Wand. Also wir brauchen jetzt hier eine Wand hier. So. Und wir brauchen dann die Wand natürlich noch hier, da wir hier schon eine komplette Länge haben, ist es ganz praktisch. Wir ziehen uns einfach wieder eine Kopie, setzen das hier runter und schieben so dahin. So, jetzt muss ich mal ganz schnell wieder gucken, eben, ob wer hier was geschrieben hat. Okay. Also ich sehe jetzt, ich kann hier also nicht flippen über den, aber das macht gar nichts. Gucken wir mal eben über den. So. Ist das schön, ne? So. Die Wand ist da. Man kann auch nicht mehr durchgucken. Gut, dass jetzt der Baum da steht, ist natürlich suboptimal, aber wir nehmen es erstmal so hin. Der ist ja hinterher, ist er nicht mehr da. So. Das wäre der Shop-Bereich hier. Finde ich ganz cool. Das sind jetzt 7 Shops. Passt. So, aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Wir brauchen hier das Wasser. Das Wasser möchte ich unten unter der Glasscheibe, also hier in der Mitte. Ich zeige es euch mal kurz. So, machen wir mal kurz. Ach, guck mal, die Treppen habe ich auch schon eingebaut. So, ihr seht, ich habe hier eine Glasscheibe. Wir stehen jetzt höher. Sind jetzt nur 2 Stufen runtergegangen. Und ich möchte jetzt hier Wasser drunter haben. Das heißt, wir ziehen uns jetzt aus diesen ganzen Gerätschaften hier einmal Wasser raus, eine Kopie. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Ich habe es mir fast gedacht. Wir trennen es mal davon, von allen anderen. So. Und machen. Hä? Und jetzt wird es uns zurückgeschickt. Och nö. Leute. Och. Oh, das kann auch nicht sein. Jetzt müssen wir mal gucken.
Das ist wahrscheinlich jetzt in unserem Fundbüro gelandet, in Lost and Found. Sag ich ja. Da ist es. Und dann werden wir uns das Ganze jetzt nochmal neu basteln. Also ich brauche davon eine Kopie. So. Warum auch immer mir das jetzt zurückgeschickt wurde, ich weiß es nicht. So. Davon brauchen wir jetzt eine, haben wir jetzt die Kopie. Wir ändern das Ganze in einen Quader um. Ziehen uns das jetzt erstmal auf die richtige Größe, die wir brauchen. Das kann jetzt auch ruhig was überlappen. So. Dann setzen wir das mal runter. Unter die Glasscheibe. Jetzt habe ich immer noch diese Fontäne. Die Fontäne kriege ich da nicht drauf. Warum kriege ich die? Ist das die Wasserfontäne? Jo, das ist sie. So, dann nehmen wir dies mal raus. Ziehen uns davon nochmal ein bisschen. Wir haben immer noch. Okay. Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Da ist jetzt. Der Skript drin. Da ist er nicht dran. Oder? Doch, da ist diese Wasser. Diese Wasserfontäne immer noch drin. Ne, also das gefällt mir nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das da unten wegkriegen. Das gefällt mir nicht. So, den nehmen wir auf weg. Zack. Oh, da habe ich was gesehen. Seht ihr das hier? Den Rand? Das darf nicht sein. So. So ist das gut. So gefällt mir das. Jetzt müssen wir nur mal gucken, dass wir uns da eben hinsetzen. Oder da hinsetzen. Geht auch nicht. Dann kann ich mich hier nicht hinsetzen. Jetzt kann ich mich hier nicht hinsetzen. Okay, machen wir es anders. Ich habe euch ja gezeigt, wie es geht. Warum kann ich mich auf meinen eigenen Sessel nicht setzen? Finde ich jetzt gar nicht gut. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann gehen wir hier kurz weg.
und setzen das einfach wieder hin. Zick. Ah, das ist zu. Hoch. So. Jetzt haben wir es aber. Ja. Den mache ich jetzt mal kurz aus hier. So. Ja, mein Lieben, wir machen weiter. Wir bauen ein bisschen noch. Wir sind in Second Life hier auf der Bidas Berry Sandbox. Help Group School, Bidas Abilities, Bidas Ressourcen. Also hier gibt es alles, was wir uns erwünschen. Und ich habe, wie gesagt, angefangen. Wir haben gerade das hintere Stück vom Shop-Bereich gebaut. Und bauen jetzt, würde ich gleich sagen, vorne weiter. Ich habe hier uns ein, ja, ich sag mal, Mitarbeiterhaus mal hingesetzt, ganz einfach hingezimmert. Einfach aus ein paar Prims. Ihr wollt natürlich jetzt wissen, was ist ein Prim? Okay, also ein Prim ist das. So ein Objekt ist ein Prim. Den gibt es natürlich in unterschiedlichen Formen, Größen. Also die Größe ist dabei egal. Es ist ein Prim. Es ist ein Teil und das ist ein Prim. Wenn ich jetzt unseren ganzen Club nehme, wenn ich jetzt sage, wir nehmen jetzt mal dieses Teil, bin ich bei, jetzt muss ich selber schauen, ein Objekt ausgewählt, Auswirkung auf Land. 122. Wir haben hier also jetzt einen Club stehen mit 122 Prims. Also nur das, was wir jetzt angeklickt haben. Das sind 122 Prims und ich versuche immer so sparsam wie möglich zu bauen. Ja? Heißt, hier unten die Gartenfläche kann ich nicht anders bauen, weil ich habe hier Randsteine, die ich hier verlegt habe. Sind drei Prims. Plus die Wege, die ich hier verlege. Die große Platte ist auch nochmal ein Prim. Ja, das Fenster zum Beispiel. Das Fenster wird in Zukunft aus dem Rahmen bestehen und aus einer Glasscheibe. Das sind dann zwei Prim. Dann kommen die Mauern dazu. Ja, die Unterteile, Treppen und so weiter. Bei den Treppen, das werden wir noch ändern. Da werden wir aus diesen ganzen Stufen, die wir hier haben, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen. Also diese 8 Stufen, die wir hier haben, werden wir zu einem Prim verarbeiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, um das zu machen. Wir machen das Ganze aber mit einem Hilfsmittel, welches ich hier auch gekauft habe zum Bauen. Ja, ihr habt es gehört, das war mein Handy. Ja, also das werden wir dann zu einem Prim verarbeiten, genauso wie da die Stufen. Was ich sagen kann, hier das ganze Muppet, also das hier müsste eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, aus einem Prim sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also eigentlich hatte ich daraus ein Prim gemacht. Das heißt, die Stufen, die Halterung für die Stufen, das ganze Gerüst mit der Plattform hier ist ein einziger Prim. Wir gucken jetzt einfach mal. Nein. Okay. Link Nummer 70, also sind mehrere. Das werden wir nachher auch noch umändern.
Aber ich möchte erstmal das ganze Gerüst stehen haben. Heißt, alles, was wir dort stehen haben, möchte ich jetzt erstmal mir hier hinstellen. Und hinterher wandeln wir alles, aber auch wirklich alles, in einen einzelnen Prim um. Heißt, Treppe mit dem Vorsprung wird ein Prim. Die ganzen Pfostenreihen werden ein Prim. Die Glasscheiben hier, hier runter werden ein Prim. Also wir werden nach und nach uns von den Prims her auf jeden Fall senken, weil wir so primsparend wie möglich bauen möchten. Deswegen möchte ich ja jetzt schon mal die Grundkonstruktion stehen haben. Dafür mache ich mir auch gerne die Mühe und baue mit mehreren Prims. Ja, was, wie es dann hinterher aussehen wird, werden wir dann sehen. Also wenn ich gleich hingehe und sage, ich zeige euch das einfach mal. Jetzt muss ich selber gucken, wie das hieß. Primgenerator, da ist er. Das ist mein Primgenerator, den brauchen wir. Den hauen wir uns jetzt mal hier hin. Das ist ein schönes Hilfsmittelchen. Für alle Sachen, die wir brauchen. So. Heißt, wir nehmen uns jetzt hier. Na, wir nehmen uns mal den. Der hat jetzt allerdings schon zwei Prim. Warum hat der zwei Prim? Kann ich euch auch nicht sagen, warum der schon zwei Prim hat. Aber es ist einfach so. Wir haben jetzt hier zwei Prim gerade. So, wir werden das Ding jetzt hier bearbeiten, so wie wir es brauchen, und machen damit einfach mal unsere Randsteine. Ich würde sagen, wir machen damit einfach mal unsere Randsteine. So, das heißt wieder, also wir ziehen jetzt erstmal alles groß, was größer, damit wir auch an die Punkte kommen. So, einmal, zweimal, drei, vier. So, so, sind wir aber da zu weit. Heißt, wir machen den jetzt ein bisschen kleiner. So, und gucken wir da nochmal nach. Da passt es noch nicht ganz. So, da passt es jetzt auf jeden Fall ganz. Dann gucken wir uns die Seite an. Okay, das passt von der Größe her. Jetzt haben wir das Problem, unser Loch war größer. Und dass das auch wieder so wird, machen wir das Ganze jetzt auch wieder was größer. So, jetzt sind wir aber noch so breit, so dick. Setzen wir den einfach mal oben drauf und setzen den Randstein einfach was tiefer. So. Gucken, sieht das aus noch? Ja, das sieht noch gut aus. So, jetzt müssen wir das Ganze aber noch mal ein bisschen nacharbeiten. Wie gesagt, wir wollen ja so sparend wie möglich arbeiten. So, und da wir das Ganze jetzt hier mit zwei Prims haben, also er sagt, es sind zwei Prims. Es ist, also eigentlich, wir haben jetzt 18. Wir haben jetzt ein Prim hier. So, jetzt gehen wir rüber, kopieren uns das Ganze nochmal. So.
bauen uns das einmal dahin und ziehen uns das hier einmal rüber. Jetzt ist mir das aber zu weit weggerutscht. So. Dann haben wir jetzt noch einen Bremen. So. Und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal nach da einmal hin. Ziehen das. Von der Länge her ist das beides das gleiche. Nur von der Breite nicht. So. Und jetzt können wir Folgendes machen. Jetzt gehen wir hier auf unseren Primgenerator. Und dann machen wir Folgendes. Generate. Jetzt lokalisiert er die alle. Alle Prims, die wir da jetzt hingesetzt haben, lokalisiert ihr die jetzt. So. Gut, hat er gemacht. Es sind 6. 3 Prims. Vertical Count 6. Okay. Wir drücken okay, er generiert uns das jetzt in einer Größe. Und dann macht er uns jetzt gleich ein Fenster auf. Jetzt muss ich kurz einmal was basteln und euch das umstellen, damit ihr das auch gleich seht, wenn sich das Fenster hier aufmacht. Da mache ich euch mal jetzt eine Bildschirmaufnahme hinzu, damit ihr das einfach seht. So. Bildschirmaufnahme, ja. Genau, von dem Monitor. Und fertig. So, jetzt gehen wir aber mal eben, das solltet ihr so noch nicht sehen, soll sich ja erst aufmachen. Deswegen packe ich es jetzt erstmal unter Second Life. Ich schiebe es gleich hoch. So, jetzt hat er uns garantiert gesagt, wir sind fertig. Mit dem ganzen Gedöns. Jetzt gucke ich mal eben kurz. Ja, hat er gesagt. Und Second Life ist auch wieder viel zu groß hier auf dem. So. Den verschieben wir jetzt erstmal. So. Also wir haben jetzt eine. Ich ziehe euch das mal hier rüber. Eine Nachricht bekommen. Auf dieser Homepage, auf dieser Seite, finden wir jetzt unsere 3 Geräte. Also unsere 3 Randsteine. Die 3 Bereiche für den Garten. So. Da gehen wir jetzt mal drauf. Ich schalte jetzt mal um auf den. Auf den, eigentlich müsstet ihr das jetzt sehen. Warum ihr das nicht seht, verstehe ich nicht. Da ist er. So, und jetzt seht ihr das hier. Genau, also das sind alles Teile, die man bekommen kann. Ich habe natürlich einiges davon. Also fast alles, würde ich fast sagen, außer diesem Mesh-Generator. Den möchte ich mir auch noch irgendwann mal holen. Die beiden habe ich auch hier. Das Rocks. Also wir können auch Steine, wir können Pflanzen hinsetzen. Das werden wir gleich auch noch machen. Also diesen Pflanzengenerator, den nutzen wir gleich auch noch. Dann werden wir schön Pflanzen da hinsetzen. Wir werden uns Bäume, wir werden uns Gras dahin machen. Also das werden wir alles so nach und nach für uns fertig machen und uns da hinsetzen. Wir werden natürlich auch den Namen des Clubs dann aus Primteilen machen, also es sind dann, ist dann hinter ein Prim, ja, und da bin ich dann ganz gespannt, wie das Ganze aussieht. Ich habe schon einiges gemacht, aber so viel jetzt auch noch nicht. So, jetzt müssen wir uns das abspeichern. Ihr fragt euch gleich garantiert, wieso müssen wir das jetzt abspeichern? Ja, ganz einfach. Wir brauchen diese Datei, also die Grafik, speichern unter. So, wir machen das Ganze jetzt mal in einen neuen Ordner. Ich setze das jetzt mal hier rein und sage
Der Ordner heißt jetzt Club. Ich habe noch nichts vorbereitet. Also es ist jetzt wirklich alles live, was ich hier gerade tue. So. Setze das in diesen Ordner und sage dazu dann Randsteine. So, den haben wir jetzt drin. Jetzt schalten wir wieder um und gehen auf Second Life. Dort sieht es jetzt so aus, wir brauchen jetzt in SL einen Prim. Wirklich nur einen. Einen einzigen Prim brauchen wir jetzt. Ich weiß gerade nicht, warum ich hier nicht erstellen kann. Egal. So, jetzt haben wir uns den Prim erstellt. Das wollten wir nicht. So, wir gehen jetzt auf Geformed. Jetzt sieht das Ding aus. Wartet, da. Es sieht jetzt aus wie ein Apfel. Es sieht aus wie ein Apfel. Ist ja nun mal so. Gut, so, dann gehen wir auf Bauen. Na, hochladen, wir müssen hochladen. Bauen, hochladen, da ist es doch. Ein Bild. Denn es ist ja ein Bild, welches wir hochladen müssen. OBS-Ordner, Club. Und eigentlich sollte es hier sein. Jetzt ist es nicht da. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Wieso der das nicht gespeichert hat. Hat er es doch da gespeichert? Er hat es doch da gespeichert. Da sollte er es nicht speichern. Okay, dann machen wir es jetzt so. So, öffnen. Wir laden das Ganze jetzt hoch als Randsteine-Bild. Es sieht komisch aus, ich weiß. Und wir laden das Ganze jetzt einfach mal frei hoch, weil ich brauche es ja sowieso im Nachhinein. So. Und dann haben wir das jetzt in unserem Inventar. Jetzt gehen wir auf unser Bauwerkzeug wieder und setzen das Ganze jetzt da rein. Da ist das, was wir brauchen. So, Achtung. Wir ziehen uns das jetzt einfach mal was größer. Weil irgendwas hat er jetzt hier falsch gemacht. Irgendwas hat er nicht richtig gemacht. Den nehmen wir mal weg. Das gefällt mir jetzt nicht. Okay, also das ist nicht so geplant gewesen. Nee. Also das war definitiv so nicht geplant. Wir nehmen ihn mal und setzen ihn mal einfach näher ran. So. Und generieren das Ganze jetzt einfach nochmal neu. Und ersetzen das gleich. Ihr seht, es tauchen auch bei mir Tücken auf. Aber das macht alles überhaupt nichts. Dafür mache ich es ja auch live, damit ihr seht. Okay. Da, Preams Count 3. Okay. Dann machen wir jetzt mal auf mal 4. Löschen das Ganze. Nee. Das lassen wir jetzt einfach mal. Und setzen den hier wieder komplett auf. Auf 0. Auf 0. Und auf 0. So, gehen nochmal zur Seite. Ich lade das jetzt ganz schnell hoch. Ich lasse euch jetzt diesen Bildschirm mal an. Und dann machen wir gleich weiter. Dann zeige ich es euch gleich. Also ich schalte ihn jetzt einfach, oder ich schalte ihn einfach oben drauf. In der Zwischenzeit, wo das Ganze hier lädt, werde ich mir mal was trinken. So. Vielleicht geht's ja jetzt besser. Ja.
wollen wir ersetzen, weil es ist ja nicht richtig so, wie es ist. Deswegen löschen wir jetzt auch hier die Randsteine raus. Laden uns das Ganze nochmal neu hoch. So. Einmal wieder dahin. Randsteine öffnen. Hochladen. Ist drin. Jetzt ersetzen wir die Textur. Das ist aber das immer noch nicht. Also irgendwas hat er jetzt falsch gemacht. Und mir die immer noch nicht. Ah, er hat sie. Ah, okay. Er hat sie mir. Oh, das ist es gar nicht gewesen. Guck mal. Da. Randsteine. Nehmen wir das. So, meine Lieben. Da haben wir es doch. Und wir haben keine Musik mehr, ich höre ich. So. Jetzt müssen wir uns das Ganze wirklich auf eine Größe selber ziehen. Und das ist die lustige Geschichte jetzt. Also das ist jetzt wirklich echt cool. Denn ich kann nicht sagen, ob es passt oder nicht. So. Also müssen wir mal gucken gehen. Wie viel wir denn noch ziehen müssen, auch von der Breite her. Nicht, dass wir von der Breite schon genug haben. Und oh, von der Breite haben wir schon viel zu viel. Das ist natürlich zu viel. Dass wir da schon genug haben. Den setzen wir jetzt mal ein bisschen weiter nach unten. So. Na, das war jetzt falsch. Das war nicht so geplant. So. Den mal eben zu, den zu. So. Und jetzt geht's weiter. Ziehen wir uns den erstmal. Und wir sind auf Maximallänge. Ich habe es mir fast gedacht. Och, das regt mich jetzt auf. Das finde ich nämlich jetzt gar nicht gut, weil jetzt müssen wir unseren ganzen Plan nämlich überarbeiten. Okay. Das heißt aber, wir können hingehen und sagen, okay, wir lassen das als ein Prim und machen aus den beiden zwei Prims. Okay, dann setzen wir den jetzt erstmal wieder hoch. Dann machen wir gleich den neuen drauf. Dann nehmen wir uns den hier. Den löschen wir uns. Zack. Nehmen unseren Generator. Schieben den einfach was neuer, noch was näher ran. Gehen aus dem Baumenü. Drücken nochmal auf Generate. Warten jetzt, bis er uns das erstellt hat. Da ploppt gleich wieder ein blaues Kästchen auf und dann haben wir es. Ihr habt es ploppen hören. Ich habe jetzt auch nochmal gedrückt. Ja, nebenbei bin ich am Essen. Und ich würde fast sagen, wir haben ein bisschen schon geschafft. Auch, dass ich jetzt schon vorgearbeitet habe, das war auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Sache. Wir machen aber jetzt die Randsteine schon mal aus ein zu einem. Dann haben wir gleich nicht mehr so viel. Und dann geht es morgen weiter mit dem nächsten Abschnitt. Grafik speichern. Da
ersetzt man natürlich wieder so. In den die Texturen nehmen wir auch wieder raus. Dann laden wir das Ganze wieder hoch. So und so. Hochladen. So, wir haben für das Hochladen 10 Linden-Dollar bezahlt. Ja, ich weiß. Bearbeiten. Bearbeiten. Wir nehmen den. So. Jetzt müssen wir kurz warten. Wir ziehen den jetzt mal runter. Genau. Ah, guck mal. Da ist er doch schon. Von der Größe her sind wir schon mal ganz passabel. So. Jetzt müssen wir uns das Ganze noch kleiner ziehen. So. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen brutschen. Weil ich selber weiß jetzt nicht, wie groß wir es ziehen müssen. Es wird jetzt auch immer wieder ein bisschen rutschen. Damit es dann auch passt. Und ihr seht schon, wir müssen kleiner schieben. Das gefällt mir alles noch nicht. Ich weiß nur noch nicht, wieso mir das noch nicht gefällt. Also viel kann es jetzt nicht mehr sein, was wir schieben müssen. Irgendwie habe ich so das ganz dumme Gefühl, dass uns hier eine Seite fehlt. Also das gefällt mir nicht. Nö. Das nehme ich jetzt wieder raus. Da bastel ich nochmal in der Zwischenzeit ein bisschen dran. Und dann werden wir das Ganze mal versuchen neu zu machen. Aber wir werden dann beim nächsten Mal auf jeden Fall die Treppen nehmen. Und die auf jeden Fall sculpten, weil es sind Sculptees, die bestehen halt aus einem Prim, so nennen sie sich, ja. Wenn Treppen sculpten und also die beiden auf jeden Fall schon mal, dann haben wir schon mal viel weniger am Prim und dann werden wir uns, denke ich mal, auch an die hier begeben und dann machen wir weiter mit dem Außenbereich. Pflanzen setzen, Texturen drauf, damit das Ganze dann auch mal an Farbe gewinnt. Ich werde das Ganze jetzt einpacken und wünsche euch dann noch einen schönen Abend und werde jetzt selber noch ein bisschen spielen gehen. Schaltet meinen Kanal beim nächsten Mal ein. Ich freue mich über jedes Abo und auch über jeden Like, den ihr mir da lasst. Und
Dann gibt es morgen eine weitere Stunde hier mit dem Club, dass wir den bauen. Ich werde jetzt eine Kiste auspacken. Ich hoffe, das funktioniert alles, so wie ich mir das gerade vorstelle. Und ich werde es einfach stehen lassen. Und dann mal schauen, ob wir es zurückgeschickt kriegen, aber ich denke nicht. Dann werden wir morgen hier einfach auch weitermachen. So. Das nehme ich mit, weil das brauchen wir nicht. Dann werden wir das morgen weiterbauen hier und uns ganz gemütlich hier an die ganzen Außenfassaden geben. Und skulpten werden wir dann hinterher auch noch. Da werde ich dann die ganze Skulptreihe mal aufbauen und wir ziehen uns alles so, wie wir es brauchen, auch in den passenden Größen. Und ich denke, dann funktioniert es auch. Bis dahin, euer Kolke, schön, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Abend.